Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie ihr es schon seht, wir sind heute mal in Exfiltration. Ja, wir spielen heute mal wieder Battlefront 2. Und mal gucken, wie es läuft. Ich habe jetzt schon ein bisschen mal hier gespielt auf dem Server. Habe mich eingespielt. Und ja, war nicht ganz so schlecht, ne? Man sieht es ja, Punkte sind auch am Start. Ein paar Kills. Ja, gucken wir mal, wie es läuft, die Runde. Aber ich habe es so wirklich nicht gespielt, Digga. Ja, und dann funktioniert das Game nicht gefühlt. Digga, da ist halt keine Hoffnung groß, dass es ein gutes Gameplay wird. Alter, aber wirklich, Digga, so ein Vergleich, ne? Ich habe wirklich nur noch Battlefield so mitgespielt, hauptsächlich, ne? Ein bisschen Red Dead und so. Ja, ist kein Vergleich auf jeden Fall, Battlefield und Battlefront 2. Jetzt, nachdem ich es nach Ewigkeiten mal wieder spiele. Also man merkt, das eine Game ist viel schlechter, Alter, dadurch, dass es älter ist. Also, na gut, so viel schlechter jetzt auch nicht, aber es halt hat wirklich diesen kompletten Touch, wie man es hier sieht, Digga, dieser Autokill-Aspekt, Digga, der gefühlt immer noch in dem Game drin ist, so hart. Digga, den merkt man hier hart. Ja, moin. Ein bisschen zu zweideutig. Ja, auf jeden Fall, ich denke mal, ihr wisst, worauf ich meist raus will. Verschluckt, ja, moin. Du machst hier, du versuchst hier einen Kill zu machen, Digga. Der Kill hätte gezählt im Battlefield oder sonst wo. Aber hier, Digga, ja, deine Schüsse sind weggebackt, die letzten und so weiter und so fort, Digga. Also, ja, so das Allgegenwärtige halt, ne. Vom Autokill. Digga, scheiß Geschütz da oben. Nervig. Alles klar, Digga, 2 Sekunden Kill, genau. Digga, das war ja mal nicht normal. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wie gehabt. Gefühlt sind die Schüsse am Wegbacken, Digga, wie sonst was. Und die Engine an sich, also vom Game her, Digga, die ist einfach nur Schmutz gegen Battlefield, gefühlt gegen Battlefield 5. Moin, was war das jetzt? Aber naja, was soll man sagen, ne? Ist halt, das Game ist halt wirklich älter als Battlefield 5. Das kann man halt nicht. Ja, kann man halt. Kann man halt nichts anderes sagen, ne? Okay, er ist nicht mehr hinter mir. Gut. So, endlich mal gezählt hier. So ein Finish. Nice. Ja, das läuft auch gerade mal. Mein Gott, von der Seite. Ja, von der Seite. Das ist natürlich so eine Zwickmühle hier. Wie bei Gegnern nicht rum. Ah, Digga. Wie viele sind denn nur da überall? Mein Gott, noch einer. So, jetzt habe ich keinen. Okay, der Team hat mich mega viel abgedrängt. Oh, ich liebe die Blurk, Digga, wenn es mal richtig funktioniert, ey. Alles klar. Alles klar von da hinten, ja, moin. Ja, Digga, das sieht man einfach komplett nicht von hier. In der Third Person habe ich es echt nicht gesehen, komplett. Mal verpeilt, Digga. Aber naja. Digga, ich muss sagen, war keine schlechte Killstreak, ne? Hat mal gelaufen, ja? So, gucken wir mal. Angriffssequenz vorbereiten. Okay, den haben sie. Das Missionsfenster schließt sich. Exfiltriert das Paket sofort. Hä, Digga, ich hab doch gerade Heal gemacht. Digga, will er mich. Digga, hä? Will mich das Game triggern? Hä? Ich hab doch eindeutig auf Heal gemacht. Oh, Junge. Junge. Digga, ich verstehe das Game nicht. Nur weil ich angehittet wurde, Digga, ne? Nur weil ich angehittet wurde. Der Logikfehler, Digga. Er muss mir erklärt werden, persönlich, Alter. Moin. Paket aufgenommen. Wir haben die Kontrolle über das Paket verloren. Ziel erfasst. Hä, warum hat er den aus dem... Ich komme auf das Game nicht klar, ihr merkt's, ne? Digga, also die Logikfehler hier, Digga, die sind gravierend gefühlt gegen Battlefield. Digga, also echt mal. Digga, ist der immer die Fähigkeit nicht ausführt, ne? Früher, Alter, zack. Ja, dritter Schlag, ja, wo ist der Rückschuss?
Naja, erste Runde Niederlage. Wir haben die Erfolgserwartungen nicht erfüllt. Wäre nicht mannernd, Digga. Ich war ja wieder das gefühlt Solo-Player hier, ne? Digga, es ist wieder typisch. Aber wie gesagt, also wirklich, der Vergleich zwischen Battlefield und Battlefront 2 ist einfach... Digga, das Game kann nicht mithalten einfach mit Battlefield 5, ne? Ganz klar, es ist, Battlefield 5 ist halt neu, das kann man halt nur so sagen, ne? Aber das ist so gravierend, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Und vor allem auch das, was am meisten abfuckt an Battlefront 2, ist einfach nur, dass im Gegensatz zu Battlefield 5 einfach die Fähigkeiten, die du auswählst, selbst vor dem Tod, ne, kurz bevor du stirbst, ne, Digga, dass die halt wenigstens funktionieren in Battlefield 5. Aber hier, da wirst du wie in Battlefront 1 per Autokill, Digga, du bist gekillt worden. Ciao, Digga, du bist raus. So dieses wirklich typische, Digga, ab hier ist das Gameplay abgehackt, abgekattet, Digga. Du bist nicht mehr relevant, also du kannst nicht mehr eingreifen, ne. Das ist gefühlt bei mir momentan der, so der Fall. Ich weiß, es geht auch, also ich weiß, man kann auch definitiv noch Kills machen, bis eine Millisekunde vor deinem Tod, aber wie ihr es hier gesehen habt, Digga, ich habe eindeutig die Taste gedrückt, eindeutig die Fähigkeit gemacht und auf einmal funktioniert es nicht. Deswegen kann man nicht sagen, dass das System vom Autokill nicht mehr existiert in Battlefront 2, aber naja, ne, so eine Sache für sich. Aber wie gesagt, ich habe da 15 Fragezeichen über den Kopf, warum sollte denn bitte schön Autokill nicht mehr drin sein, wenn dann komischerweise genauso das typisch passiert wie in Battlefront 1 bei Autokill, ne? Da habe ich so die 15 Fragezeichen über den Kopf. Hä? Digga, das war doch jetzt typisch Autokill-Move, ne? Aber naja, soll ich sagen, ne? Aber beim Controller und PS4 wird es wahrscheinlich nicht liegen, auch nicht am Internet. Aber, naja. Wer weiß. Weil guck mal, die komplette... Digga, läuft. Die Runde ist ja mal mega voll. Ach ja, und die Zeit, Digga, das ist immer das Beste bei EA, Alter, auch bei Battlefield, ne? Gefühlt eine Sekunde geht, ne? Ja, geht drei Sekunden mal gern. Eure Ziele sind imperiale Waffenlager. Platziert Sprengsätze, damit die örtliche Garnison uns nicht mehr so viel Arme. So, würde ich sagen, spielen wir noch mal kurz ein entspanntes Gameplay, mal ein bisschen was anderes. Vielleicht füllt sich der Server ja noch. Okay, raus hier, raus hier, raus hier. Komm, mach dir hin. Digga, aber das ist ja genau vor mir, ist, ne? Ich glaube, er hatte doch hier den Scanner gehabt. Ne? Ja, hier ist tot. Die Tür, die ist tot. Aber hier können wir rein. So. What the fuck, Alter? Wer placed denn da Geschütze? Oh mein Gott. Digga, wer placed denn da Geschütze? So. Du. Ja, kommt jetzt drauf an, ne? Wann kommt ein Gegner? Naja, läuft doch. Jetzt gleich hierher kommen. Definitiv gleich hierher kommen. Beta zerstört! Ich wiederhole! Beta zerstört! So. Kein Gegner da. Läuft. Digga, alles klar, kippt mich unterm Schild durch. Läuft. Entweder unter oder überm. Aber die Schüsse gingen gefühlt unter den Schild, also von da aus. War wahrscheinlich so ein Fuß. Fußkill, Digga. Das Einsatzziel scheint geschützt zu sein. Granate kommt! Tschüssikowski. So, macht Henne. Countdown, mein Ziel Alpha läuft. Ja, wann kommen sie, ne? Oder kommen sie überhaupt noch durch? So. Das ist echt ein bisschen zu entspanntes Gameplay, muss ich zustimmen. Aber, naja, ne?
zum Alpha zu retten. So, wann kommt einer? Und gesiegt, Leute. Würde mal sagen. Nice Runde. Digga. Aber ich muss dazu auch sagen, ne, also man hätte das auch ganz easy peasy solo, also zu zweit so machen können, ne, gegen uns drei. Also da muss ich sagen, das ist jetzt nicht so schwer, da noch gegenzuhalten. Aber naja. Lassen wir mal so stehen, sag ich mal. Aber ja, ganze Zeit nur mit Wachgeschütz gespielt. Digga, easy. Zwei Kills. Nee, ein Kill. Ja, ein Kill. Mit Wachgeschütz. So, der erste. Da, jetzt sind ein paar reingejoint. Oh, jetzt sind ein paar reingejoint. Das Teil. Ja, der Moment, wo das Ding das Schild wird, da kommen sie natürlich von hinten an, ne? Alter, ist so das typisch. Oh ja, jetzt ist das entspannte Gameplay natürlich vorbei, ne? Digga, jetzt wird es natürlich ein Abfuck-Gameplay. Wenn jetzt so viele drin sind. Ja, ja. Moin. Ich regle das! Ja, wie viele das sind? Wir können Alpha nicht springen. Was war denn das, Digga? Was war denn das? Digga, das war ja nicht normal, Alter. Das war ja mehr Rakete, ne? Digga, der Rückstoß, der war ja Digga, der war ja ab, mega. Der war ab, mega genial, Alter, wirklich mal. Digga, das war ja wirklich wie eine Rakete, Digga, oder Granate, Alter. Das war ja keine Schrot mehr, ey. Digga, das war OP einfach nur. Sprengsätze beim Ziel Alpha platziert. Müssen wir einfach nur hier die Stellung halten. Er hat sich schon oben hingestellt, wie ich eben. Er hat sie, er macht es mir nach. Also. 1000, 1000. Nee, doch nicht. Doch nicht. Da. Da ist er. Easy. Junge, wir räumen ab. Digga, das ist neue Taktik, Alter. Zwei Wachgeschütze, Alter. Zweimal Wachgeschütze. Ja, Sepp Person, Digga. Aua. Das war jetzt natürlich. Alpha zerstört. Alle Trupps zu Ziel Beta. Easy. Geschafft. Den kenne ich noch mit. Digga, alles klar, ne? Digga, das meine ich halt so. Der hat genug Schüsse in den Kopf, kriegt der eine, ne? Um zu sterben, Alter. Aber die Schüsse haben einfach nicht mehr gezählt. Das war das Typische halt, ne? Ach ja. Digga, moin, Alter. Ich hab mich schon erschreckt, ne? Was ist denn? Wer landet denn hier auf mir, Alter? Wer wollte den hier Huckepacke nehmen? Ja. Beta Sprengsätze platziert. Reiser, ich gebe euch Deckung. Oh ja, moin, da kann man auch hoch. Lol, bin noch nie aufgefallen. Echt nicht. Dass man da oben auf die Ablage kann. Easy, Digga. Wir halten hier wieder mal Stellung, Alter. Wo ist mein zweites Wachgeschütz? Da ist es. Digga. Komm, mach mit, Digga, Bro. Zwei Wachgeschütze. Zwei Wachgeschütze für einen. Easy. Jetzt ist unsere letzte Chance, Meter zu entschärfen. Hä? Der hat gerade gesagt, zu entschärfen. Was war denn das, Digga, für ein Move? Ehrenlos. Das ist Verrat. Werfe Granate! Jawohl! Sieg, Junge. Klatter Sieg, Mensch, Leute. Wir haben abgeräumt. Sogar zweiter Platz noch geworden, ey. Geil.
Digga, ich muss sagen, gegen Ende war das jetzt echt ein krasses Gameplay schon, ne? War ein bisschen heavier geworden auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, hat gezogen, ne? Das Gameplay hat echt gut gemacht. Das war echt gut, ne? Das hat's echt gemacht, ma. Ja, würde ich sagen, Leute, das war schon wieder mit dem Video. Ja, ich weiß, kein langes Video, kein kurzes Video, mal was anderes, ne? Und ja, mal wieder endlich mal Battlefront 2 gespielt. Ich muss sagen, das war schon recht geil, ne? Jetzt ein bisschen Exfiltration, Angriff zu spielen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Leute, einen schönen Abend, eine schöne neue Woche. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder oder Livestream. Ich hatte eigentlich vorgehabt, zu Livestream statt ein Video hochzuladen, aber das habe ich mir so gedacht, ja gut, mach mal schnell ein Video nochmal, weil der Livestream, das wäre jetzt ein bisschen zu spät gewesen dann zu dem Zeitpunkt. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ja komm, mach mal so ein Video raushauen und dann, ne, mach mal schön entspannt. Mach mal schön entspannt dann nochmal ein Livestream später. Und ja, wünsche euch jetzt, wie gesagt, viel Spaß mit Battlefront 2, Leute. Haut rein. Schönes, ja, eine schöne neue Woche und einen schönen Tag noch. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, and it keeps you going. City of dreams, and I'm a big dreamer.